klatschen ganz euphorisch für Ansgar Hufnagel. Und ihr klatscht bitte schön, bis er hier oben steht. Macht nochmal Lärm für Ansgar Hufnagel. Ja, hallo zusammen. Ich habe noch einen ziemlich heißen Text dabei. Den habe ich quasi frisch aus dem Ofen geholt. Heute fertig geschrieben. Dementsprechend werde ich ihn ablesen. Es ist an der Zeit, sich endlich zu outen. Ich will höher hinaus, als Astronauten sich je trauten. Will mehr Grenzen überschreiten, als der gute Reinhold Messner. Will die Welt neu gestalten, wie Edison und Tesla. Ich will für den Frieden kämpfen, wie Martin Luther King. Will für eine 1A-Qualität stehen, wie die Schoki von Lind. Ich will für Gewaltlosigkeit einstehen, so wie Gandhi. Menschenherzen berühren, wie Astrid Lindgren und Bambi. Ich will lernen zu verzeihen, wie Nelson Mandela und den Demut geben, so wie Mutter Teresa. Ich will Menschen in den Arm nehmen, so wie Amma. Ich will Geschichte schreiben wie die Beatles und ABBA. Ich will mehr Ausstrahlung haben als ein Handysendemast. Ich schaue immer nach vorn, weil sich das Blatt gewendet hat. Ich will es einfach machen und dann schauen, was passiert. Ich stehe für meine Träume ein und will dafür auch was riskieren. Ja, denn ich habe richtig viel vor. Ich will alles einmal anders machen. Und auf den Kopf stellen. Ich will die Routine unterbrechen. Die Dinge so tun, womit sonst einfach niemand rechnet. Ich will die Sahara durchqueren mit einem Kamel auf den Rücken und im Schneeanzug. Ich will die Sonne berühren, ohne mich zu verbrennen und sie dann in einem Kühlschrank packen, bis sie gefriert. Ich hole die Sterne vom Himmel und hänge sie über mein Bett. Dann nehme ich Zorro seine Maske weg. Ich will alle Uhren anhalten und warten, bis die Zeit stehen bleibt. Ich will meinen Personalausweis auf der Bühne zerschneiden und lauter 50-Euro-Scheine in das Publikum schmeißen. Ich will meine Geburtsurkunde verbrennen, damit ich nicht mehr existiere. Ich will mich von allem Materiellen trennen, denn dann gibt es nichts mehr zu verlieren. Und ich verteile Liebe in den Erste-Welt-Ländern anstatt Fresspaketen. Ich will mit Islamisten, Christen, Buddhisten und den anderen Isten zusammenbeten. Ich drehe den Spieß um und sag, ich muss kein Geld verdienen, sondern das Geld muss mich verdienen. Außerdem ist das Geld doch nie weg, sondern nur woanders. Ich will von Kindern lernen und mich von Licht ernähren. Ich brauche doch nicht erklären, wie sowas funktionieren, da die Grenzen, die es eigentlich nicht gibt, nur in den Köpfen existieren. Ich beginne Liebe als Medizin zu verkaufen. Das ist zumindest gesünder als all der andere Kram mit Beipackzettel. Mit besten Grüßen an die Pharmaindustrie. Ich will zurück zur Natur, denn sie hat alles umsonst und weiß für uns zu sorgen. Ich sage, Gemüse ist mein Fleisch. Und Tiere sind heilig und Pflanzen auch. Ich bin dazu da, um ihnen zu dienen. Ich bin ein Diener dieser Welt. Dienen ist mein Kapital. Ich bin so radikal, dass ich zum Frutarier werde und den Veganismus zur neuen Weltreligion erkläre. Ich will, dass Wirtschaftsschrumpfung unsere Ziele bestimmt, dass wir immer weniger produzieren und dass möglichst alle Menschen arbeitslos sein dürfen. Niemand muss mehr arbeiten und wir widmen uns alle unseren Träumen und unserer Freude. Damit dies Realität wird, erfinde ich den Bundesslam, der monatlich im Bundestag vor allen Abgeordneten stattfindet und über N24 live verfolgt werden kann. Und meine Message wird an den Mann gebracht wie Pässe von Xabi Alonso oder Toni Kroos. Ich will den Staat mit so viel Daten überhäufen, dass es unmöglich ist, den Überblick zu behalten. Anschließend werde ich ein Virus entwickeln, der alle, ich meine wirklich alle Daten vernichtet und wir endlich wieder frei sind. Alles auf Null gestellt. Und vielleicht kommen dann die Menschen ja wieder zu Gott zurück. Ach ja, ich erkläre das Känguru-Manifest zur neuen Bibel. Ich sammle allen Müll dieser Erde, presse ihn in einen riesigen Ball zusammen und befördere ihn mit einem Golfschläger als 9. Planeten in das Sonnensystem und taufe ihn auf den Namen Messi. Ich beginne auf Wolke 7 zu surfen und auf den Kondensstreifen der Flugzeuge spazieren zu gehen. Ich färbe den Regenbogen in schwarz-gelb.
auf dass der BVB für immer himmlischen Beistand erfahre. Ich ziehe dem Meer den Stöpsel und lass alles Wasser auslaufen. Sodann werde ich den Ätna und danach den Vesuv mit einem lauten Zischen auspissen. Ach ja, ich will meine Stimme nicht mehr abgeben, sondern selbst wählen, und zwar nicht die Politik. Die kann getrost in die Tonne getreten werden und auf den Sondermüll. Bis da etwas passiert, ist die Welt längst explodiert. Ich meine, wir sind das Salz der Erde, der Schlüssel zum Erfolg. Die Revolution muss in uns beginnen und jeder ist das Volk. Also lasst uns darüber debattieren. Wo wollen wir als Menschheit wirklich hin? Was wollen wir erreichen und was macht wirklich Sinn? Denn es gibt so viel, das darauf wartet, dass es irgendjemand tut, dass der eine endlich startet mit Berufung zum Beruf. Das ist nicht nur leere Worte, irgendwann ist das genug. Wir brauchen Menschen von der Sorte, die handeln voller Mut, die vorne stehen bleiben, die bereit sind einzustecken, für Visionen einzustehen und die Träume zu erwecken, dass wir unsere Kräfte bündeln, uns befreien von den Ketten, dass wir leben, was wir sagen und Entscheidungen selbst treffen, dass wir Verantwortung auch tragen, mit aller Konsequenz, dass wir füreinander da sind und uns keiner mehr eingrenzt, dass wir unsere Freiheit nutzen, zum Wohle aller Wesen, die Gemeinschaft als ein Puzzle, dass wir zusammen nähen, jeder kennt doch seine Grenzen, wer wächst über sich hinaus, wir brauchen immer wieder Menschen, zu denen wir auch schauen, die uns dazu inspirieren, tief in uns zu horchen, um zu regenerieren und die Liebe hier zu horten. Dankeschön.